Wir sind vom Studiengang Multimedia Art. Ich bin der Studiengangsleiter Till Fuhrmeister. Wir sprechen heute über Frauen im Film, weil was wir ja alle gemeinsam haben, ist, dass wir auch im Filmfachbereich sind. Wir sind ein sehr projektorientierter Studiengang und wir produzieren relativ viele Filme pro Jahr. Und unsere Politik ist, dass wir möglichst auch Frauen versuchen zu begeistern, in den Filmbereich, in die Kreativwirtschaft, da tätig zu werden. Und das ist nicht so leicht, weil die Filmbranche speziell immer noch sehr männerdominiert ist. Und was ich jetzt mache ist, ich werde die erste Frage stellen, werde dann das Mikrofon rumgeben und wenn das Mikrofon bei der letzten Dame landet, der Mareike, wird sie die Moderation übernehmen, weil ich als alter weißer Mann stelle ja ein bisschen auch das Problem bei dem Ganzen dar. Und dementsprechend werde ich dann die Diskussion abgeben und nur noch da sein, um eventuell Fragen zu beantworten oder das System, in dem wir momentan noch sind, vielleicht so ein bisschen zu rechtfertigen, das weiß ich nicht. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, weil jede dieser Frauen, die hier sitzen, haben schon mehr als 1, 2, 3 Filme gemacht. In unterschiedlichsten Positionen und auch in unterschiedlichsten Teams, nämlich in Männerteams und aber auch in reinen Frauenteams, haben wir auch an der Fachhochschule. Und für mich persönlich war es schon extrem spannend zu erfahren, dass es einen riesen Unterschied gemacht hat, ob ein Team hauptsächlich aus Männern oder Frauen bestanden hat. Und das erschreckenderweise bei uns auch ein bisschen ein Spiegel dessen herrscht, was in der Privatwirtschaft oder in der freien Wirtschaft draußen an Vorurteilen und an Problemen herrschen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal die Damen bitten, der Reihe nach sich vorzustellen, was so ihre Hauptposition im Film ist und wie ihre Erfahrungen an der Fachhochschule waren, in Bezug auf mit Männern im Team zu arbeiten oder mit Frauen im Team zu arbeiten. Und ich würde gleich mal an die... Danke, Till. Ich bin die Katharina. Ich bin aus dem Masterstudiengang in Film. Und Positionen habe ich ein paar durchgemacht. Eigentlich eher nicht kreative Rollen sozusagen. Manchmal auch Kamera. Sehr viel Set-Fotografie jetzt im Masterstudiengang. Ich habe die Masterprojekte von den Teilnehmenden hier mitverfolgt und daraus ist dann mein Masterprojekt entstanden. Und ich muss sagen, ich war an sehr vielen geschlechtsgemischten Sets, an sehr wenigen Sets, in denen nur Frauen oder nur Männer vorwiegend waren. Aber ich hatte das Gefühl, wenn es überwiegend Frauen waren, dann war das mit Absicht. Es war so gedacht und es wurden Frauen auch ausgesucht für die Positionen. Und wenn es sehr überwiegend männlich war, waren nicht wirklich viele Gedanken dahinter, wer welche Positionen besetzt. Aber ich möchte jetzt an meine Kolleginnen weitergeben, weil ich glaube, ich laber zu viel. Ja, hallo, ich bin die Konstanze Radak. Ich bin Kamerafrau und wir haben jetzt im Laufe der 5 Jahre im Studiengang Multimedia Art sehr viele Filme gedreht und hauptsächlich eigentlich gemischte. Und jetzt im letzten Jahr haben wir uns ein bisschen darauf konzentriert, das Ganze mal auszuprobieren, wie das läuft, wenn jetzt nur Frauen gemeinsam arbeiten. Und ich muss sagen, es war sehr angenehm, aber mir geht's einfach darum, dass ich Leute um mich habe, die motiviert sind, die an einem Strang ziehen, wo jeder Meinung aussprechen darf und wo jeder gemeinsam arbeitet. Und das hat sowohl im gemischten Team, sowohl auch im reinen Frauenteam gut funktioniert. Aber ja, es war sehr angenehm, wenn man mal zur Abwechslung sich nicht extra beweisen muss, um seine Meinung auszusprechen zu können und einfach ohne Ellbogen mal Sachen ausprobieren kann. Das war jetzt im reinen Frauenteam einfach sehr eine schöne Erfahrung und würde gern weiterhin so handhaben. Ich bin die Sarah, ich bin auch Kamerafrau, bin aber auch sehr viel im Licht tätig und unterrichte an der FH die Tutorien, also die Kurse für die Erstsemester. Und ich habe zwar an vielen großteils gemischten Sets, aber eher männlich dominierten Sets gearbeitet und achte auch sehr drauf, die Projekte tatsächlich zu gestalten. Und wenn ich eher in weiblichen Sets gearbeitet habe, waren es eher kleinere Projekte,
weil es sehr ein schweres Umfeld ist, bei den großen Projekten so, also die Quote zu erhöhen, einfach weil das Umfeld dafür meistens eher nicht gegeben ist und das Vertrauen auch nicht gesetzt wird. Wenn es aber so war, wie eben bei dem letzten Projekt, da haben Nati, Constanze und ich gemeinsam in einem Trio gearbeitet und da haben wir halt wirklich gemerkt, einfach das Umfeld ist viel safer geworden, das Umfeld ist einfach, man ist halt hinterfragt worden und man hat sich viel mehr darauf konzentrieren können. Ich arbeite als kreative Person und nicht, um mich zu beweisen und das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Ja, ich bin Nathalie, ich mache vor allem Drehbuch und Regie, bin im Gegensatz zu meinen Kolleginnen erst seit dem Master in Salzburg, habe deswegen in Salzburg noch nicht so viele Projekte gemacht und würde mich jetzt eher auf mein eigenes Masterprojekt beziehen, wo ich eben mit den drei Damen zusammenarbeiten habe dürfen. Ja, mir war das vor allem wichtig, ein hauptsächlich weibliches Team zu haben, weil es bei meinem Masterprojekt um für mich sehr emotionales Thema gegangen ist und mir war das einfach wichtig, dass ich mich mit meinen Kolleginnen wohlfühlen habe können, dass wir über alles reden haben können und war für mich durchaus eine durchaus positive Erfahrung und hat mega viel Spaß gemacht. Ja, hi, ich bin Mareike, ich mache genau wie Nathalie auch hauptsächlich Drehbuch und Regie. Und ich kann eigentlich alles nur unterschreiben, was meine Vorreiterinnen jetzt schon gesagt haben. Aber ich glaube, vor allem wichtig ist auch, und was man auch raushört, wenn es darum geht, dass ein Ort, an dem man arbeitet, eine Art Safe Space ist, ist einfach, dass schon in der Ausbildung dafür gesorgt wird, dass man versteht, was ein respektvoller Umgang miteinander ist. Ich glaube, beide Arten von Teams, egal ob bunt gemischt oder auch rein weiblich, können Vor- und Nachteile haben. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich intensiv damit beschäftigt, wie kann man eine Herangehensweise fördern, zu sagen, wir alle haben halt ein gleichberechtigtes Miteinander und ein respektvolles Miteinander. Und ich glaube, dafür ist halt der Talk auch heute irgendwo da, dass man einerseits sagt, dass vor allem Frauen und auch andere weiblich gelesene Personen oder generell einfach verschiedene Personengruppen im Film gestärkt werden und ermutigt werden, wirklich ihren Weg zu gehen. Und ich glaube, man darf aber dabei nicht vergessen zu sagen, am Ende ist alles ein Miteinander. Und das wollen wir natürlich genauso unterstützen, wie zu sagen, Mädels, let's go. Und macht mal Film. Und ich denke, ich kann dann direkt jetzt übergehen in unsere Talkrunde. Und wie ich eben gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, vielleicht ein ganz kleiner Disclaimer. Also ich glaube, das, was wir heute hier machen dürfen, ist sehr schön und wichtig und richtig. Ich glaube aber auch, es ist ein kleiner Schritt und es bedarf noch viel Diskussion und viel Arbeit daran, dass man wirklich an dieses gleichberechtigte und gute Miteinander drankommt. Und ich glaube aber, wir können uns alle sehr freuen, dass wir heute hier diese Plattform haben, um darüber zu reden und anzumerken und anzustoßen. Und ich freue mich besonders, dass es so leise und ruhig ist hier. Das macht es natürlich sehr einfach, auf dieses Thema hinzuweisen. Ich würde gern direkt mal die Katha was fragen. Und zwar, du hattest eh angeschnitten, dein Masterprojekt beschäftigt sich ja auch viel mit dem Thema tatsächlich, mit der weiblichen Rolle, jetzt zum Beispiel auch am Filmset von den Projekten an der FH. Und vielleicht, um einfach ein bisschen in dieses Thema reinzukommen, wie wichtig es ist, darauf hinzuweisen, magst du kurz mal erklären, was du genau dort gemacht hast und was so deine Gedanken dabei waren, zu sagen, das ist was, was mir sehr wichtig ist, darauf das aufzuzeigen. Ich habe eigentlich bei all den Projekten, bei denen ich im Master mitgemacht habe, mehrere Rollen besetzt. Unter anderem auch Continuity, weil ich mich sehr für Drehbuch interessiere und die Umsetzung. Und ich wollte aber auch dokumentieren, wie Leute mit Leidenschaft am Set arbeiten. Und deswegen habe ich einfach meine Kamera immer mitgenommen. Also ungefragt und praktisch so viele Bilder wie möglich geschossen, weil für meine Bachelorarbeit habe ich auch untersucht, wie der Übergang ist von Frauen aus der Filmschule in die Branche. Und leider schaut es auch so aus, dass obwohl in vielen Filmschulen oft Frauen in der Überzahl sind im Film, beim Studium, dann in der realen Welt, also in der Arbeitswelt, die Männer die Überhand haben und es gibt auch Untersuchungen dazu, jedes Jahr kommen Berichte heraus
dass es einfach so ist, dass Frauen weniger Kompetenz zugesprochen wird. Film ist ein nach außen gerichtet sehr technischer Bereich, muss man sagen. Also es wird eine Grundkompetenz irgendwie Männern zugeschrieben, dass man sich einfach schon von Natur aus mit Technik auskennt. Und Frauen müssen sich dann immer wieder beweisen. Und ich wollte halt dokumentieren, wie es ist. Also vor allem an Nathalie's Set habe ich es interessant gefunden, dass es diese Beweiskultur irgendwie nicht so gegeben hat. Also habe ich nicht so stark gespürt, wie du musst nicht untereinander mit den Departments kämpfen, du musst nicht mit deiner Assistenz kämpfen und sagen, okay, das wird jetzt so gemacht, und die sagen, nein. Also ich will einfach, dass Leute sehen, wie es anders sein kann und dass es wichtig ist, nicht nur, dass viele Frauen jetzt set sind. Leider ist die FH auch sehr homogen, was andere Randgruppen oder marginalisierte Gruppen angeht. Und sieht man jetzt am Panel, dass wir alle weiße Frauen hier rumsitzen. Und es ist aber leider vom Make-up der Schule selbst so. Also, dass wir so jetzt da sitzen, wie wir da sitzen. Und ich glaube, da braucht es auch eine Förderung. Aber da bin ich keine Autoritätsperson, die ich jetzt People of Color sage, hey, ich spreche jetzt für euch. Aber es wäre schön, wenn sie selber eine Stimme haben und für sich sprechen können. Also ich fände das auch wichtig. Ich glaube, ich habe dazu gerade nichts mehr zu sagen. Ja, aber es ist sehr interessant, dass du uns so in dieses Thema einführen kannst. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, neben allem, was du gesagt hast, dass einfach der Unterschied zu dem, wie wir an der Fachhochschule arbeiten, dann doch nochmal ein großer ist zu dem, wie halt in der Branche gearbeitet wird, und gar nicht in einem qualitativen Maße, sondern tatsächlich einfach, dass ja dann die Welt draußen doch nochmal eine andere ist, wie man sie an einer Hochschule oder wie wir sie uns auch selber in der Teamgestaltung dann ein bisschen ja auch so richten können, wie wir das im besten Fall gerne hätten, um halt zu arbeiten. Und das führt mich eigentlich zu einer Frage, die ich sehr interessant finde, weil ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen über starke Frauen im Film, sowohl halt vor der Kamera als Charaktere in der fiktiven Handlung, als aber auch am Set selber. Und da ist ein Satz gefallen, am Ende, wenn es um Vorbilder geht, wir können ja eigentlich nur das werden, was wir auch sehen. Und wenn dann natürlich jetzt in unserem Fall vielleicht Frauen gar nicht so doll repräsentiert werden, ist es natürlich schwer, sich auch damit zu identifizieren und zu sagen, okay, ich sehe mich da halt irgendwo auch in diesem Bereich zu arbeiten. Und ich würde gerne dich fragen, Sarah, wie ist es denn jetzt für dich auch als Kamerafrau, als Oberbeleuchterin, sind da genug Vorbilder für dich da? Wie ist das, wenn ihr sagst, du gehst an die Hochschule und du hast irgendwo diesen Traum, das zu machen, aber hast du das Gefühl, du kannst zu jemandem aufschauen, wo du sagst, ja, okay, da will ich irgendwie hin? Ich meine, natürlich, es gibt viele Filmvorbilder, männliche Vorbilder, die ich habe, aber was ich gemerkt habe, weil ich habe ja alle 3 Jahre Bachelor gemacht, bin jetzt ein erstes Jahr Master, was vor allem irgendwo ein Problem war für mich, der Schritt zu dem zu kommen, okay, ich bin da richtig. Und ich habe einfach gelernt, vor allem die ersten 3 Jahre, ich habe die Person werden müssen, die ich braucht hätte, und habe jetzt die Chance, die Person zu sein vielleicht, eben um das Ganze zu öffnen. Aber was mich oft beschäftigt, ist ja, dass ein kleiner Kreis ist. Ich habe nicht mehr ein Jahr Studium, das ist dann auch aus, und mich beschäftigt viel, okay, warum war da niemand für mich da und was passiert, wenn ich nicht mehr für einen anderen da bin? So diese Kultur von wegen, dass wir vor allem an der FH hauptsächlich männliche Professoren haben, also fast nur, mit nächsten Jahr ändert sich das zwar ein bisschen, aber es reicht noch lange nicht, weil auch wenn 50-50 ist, Technik ist es nicht. Du hast diesen Zugang zur Technik, findest du einfach nicht, diesen Schritt zu machen, weil es total angsteinflößend am Anfang ist. Das sind alle diese super hart für Wissenschaftler, mega Nerd-Talk, und dann einfach mit dem Kreativen daherzukommen und niemanden zu haben, der den Schritt ermöglicht, macht es wahnsinnig schwierig. Und das ist was, wo ich immer denke, das ist ein Ansatzpunkt auf jeden Fall. Ja. Ja, total. Und ich glaube auch, was eigentlich zwischen euren beiden Antworten oder Aussagen jetzt zusammenkommt,
ist ja eigentlich die Frage, wie kann man junge FilmemacherInnen motivieren oder ermutigen, sich einerseits natürlich an der Hochschule zu bewerben, das Studium überhaupt anzufangen, die Ausbildung anzufangen und dann aber natürlich auch am Ende vom Studium zu sagen, ich lasse mich nicht einschüchtern von dieser großen Branche, die dann ja nochmal ganz anders fungiert, als man es vielleicht von der Hochschulatmosphäre gewohnt ist. Und vielleicht generell, wenn wir ein bisschen im technischen Bereich erstmal bleiben, an die Konsi eine Frage. Wenn es jetzt darum geht, wir sind an der Hochschule und das, wie denkst du, kann man junge Frauen ermutigen, da zu sagen, selbst wenn sie irgendwie eine Respektlosigkeit oder andere Dinge am Set erfahren, sich auch dagegen zu stellen und zu sagen, so, ihr seid irgendwie stark genug und geht euren Weg. Und vielleicht kannst du auch mal einführen, was man, ja, womit man vielleicht zu kämpfen hat, auch wenn man an so einem Set ist. Also, dass man schon in der Ausbildung damit anfängt, dass man das Selbstvertrauen entwickelt, dass man für sich und für seinen Wert und für seine Kompetenz auch einsteht und sich dessen auch selber bewusst wird, weil das ist auch ein großer Schritt, selber zu sagen, okay, ich kann das, ich habe genau das Gleiche gelernt, warum sollte ich weniger kompetent sein wie meine männlichen Mitstreiter. Diese Selbstakzeptanz ist auf jeden Fall immer ein großer Schritt, aber auch das zu vermitteln und sagen, na, ich bin aber der Meinung und einfach für das einzustehen, auch in der Ausbildung, einfach ganz viele Positionen ausprobieren und auch Verantwortungspositionen auszuprobieren und zu erkennen, okay, ich kann die Verantwortung übernehmen. Das hat bei mir auch lange gedauert. Ich habe die ersten 3 Jahre vom Bachelor eigentlich nur Assistentinnenjobs übernommen und jetzt im Master einfach gesehen, okay, ich muss mich weiterentwickeln und ich muss Verantwortungspositionen übernehmen, dass ich das auch später meistern kann. Was ich da nochmal, wo ich anschließen möchte mit dem, was Negativbeispiele zum Beispiel. Es ist so ein ganz gängiger Satz, den man einfach sehr, sehr oft gehört bekommt, gerade als Kamerafrau oder im Lichtdepartment. Ach, das ist dir doch viel zu schwer. Komm, ich hilf dir, ich nehme dir das ab. Das ist doch, ja, wie sollst du das als Frau? Du bist ja gar nicht vom Körperbau so, das kann ja gar nicht funktionieren. Ich glaube, keine Mutter ist irgendwo einmal auf der Straße angesprochen worden von einem Mann, man darf wieder dein Kind abnehmen, das ist ja doch viel zu schwer. Und das ist was, das erlebt man einfach viel zu häufig und das gehört geändert. Ja, ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist bei der Thematik und ich finde es lustig, dass du das auch sagst, weil ich es exakt so auch erlebt habe am Set, also mit einem Stativ, wo es dann hieß, komm, ich trage es zum Auto und du denkst, ich frage schon, wenn es wirklich zu schwer ist, dann sage ich es und ich glaube, das ist was wir alle leider Gottes nachvollziehen können tatsächlich, dass uns Dinge abgesprochen werden als Frauen und ich glaube, nichts ist treffender als der Vergleich mit dem Kind tatsächlich. Und ich habe immer das Gefühl, und natürlich ist es auch eine schöne Sache, dass wir darüber reden, wie können wir junge Frauen, junge FilmemacherInnen dazu ermutigen, irgendwie in diesem Kosmos von Film zu sagen, ich bin stark und so wie ich bin, kann ich das gut und ich trete irgendwie dagegen. Ich glaube, gleichzeitig darf man immer nicht vergessen, wie wichtig es ist zu sagen, dass man aber diesen respektvollen Umgang lernen kann. Und ich glaube, gerade an der Hochschule und in der Ausbildung ist eigentlich der perfekte Ort, auch darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, wir alle können ja gut miteinander. Warum nicht dann Lehrveranstaltungen oder Seminare oder Workshops etablieren, zu sagen, so kann es laufen, wenn wir alle miteinander arbeiten. Und dass dem dann eigentlich gar nicht so viel im Wege steht. Und ich glaube, da fängt es halt an, weil das später dann nochmal umzukehren, ist wahrscheinlich viel schwieriger, als schon in der Ausbildung dafür so ein Bewusstsein zu schaffen. Und vielleicht an dich, Nathalie, noch eine Frage. Es ist jetzt ja so, gerade in der Hochschule, wie ja auch schon erwähnt wurde, man probiert viel aus, es gibt viele Positionen, die man machen kann. Hast du das Gefühl, dass man manchmal als Frau da auch in gewisse Positionen reingedrängt wird, weil irgendwie schon ganz von vornherein ausgegangen wird, naja, ist ja ganz klar, sie möchte Kostüm machen, sie möchte Maskenbild machen. Hast du da was Ähnliches erlebt? Wie ist es so vom Gefühl her für dich?
vielleicht nicht, eher nicht reingedrängt werden. Klar, du hast schon recht, dass die meisten Departments, die weiblich besetzt sind, sind Kostüm, sind Maske, sind eventuell Set-Design. Ich glaube, man wird nicht reingedrängt, aber andere drängeln sich vor. Das habe ich öfter erlebt. Zum Beispiel, wie ich neu in den Master gekommen bin, war das für mich eigentlich eine ganz andere Welt, weil mein Bachelor nicht so filmspezifisch war. Und wir haben dann auch anfangs Kameratutorien gehabt, die mich sehr interessiert haben. Und ich habe aber gemerkt, dass die Jungs immer schneller waren. Und ja, da muss man einfach sich auf die Füße stellen und einfach mal sagen, hey, jetzt lasst mich das auch mal probieren. Ich habe genauso viel Interesse wie ihr. Und wir sind auf dem gleichen Level. Ich kann das auch lernen. Und also genau, also man wird vielleicht eher verdrängt von den technischen Rollen, als dass man in andere hineingedrängt wird. Ja, ich glaube, man kommt tatsächlich immer wieder auch zu dem Punkt zurück, was ja Sarah auch schon erwähnt hatte, dass natürlich einfach auch an diesem Ort der Hochschule wahrscheinlich wichtig ist, dass man einfach auch viele weibliche DozentInnen hat und das weiter fördert, um da zu sagen, man hat vielleicht dann doch einfach ein anderes Auge, einen anderen Blick darauf, eben das auch zu fördern oder mal zu sagen, okay, ihr Lieben, nehmt euch ein bisschen zurück und dann schaffen wir hier irgendwie ein gleichgesinntes Bild und eine gleichgesinnte Arbeitsatmosphäre. Und vielleicht noch eine letzte Frage an die Sarah, weil wir leider schon zum Ende kommen, was ich sehr traurig finde. Es ging viel schneller, als ich dachte. Was würdest du jungen Frauen oder jungen FilmemacherInnen mit auf den Weg geben, was vielleicht wichtig ist, sich auch nicht unterkriegen zu lassen und einfach dran zu bleiben? Ich glaube, dranbleiben ist sowas beim Film, das wissen wir alle, das ist manchmal sehr schwer und vielleicht manchmal als Frau noch ein bisschen schwerer. Was wäre so dein, ja, deine Sache, die du da nochmal mit auf den Weg geben würdest? Ja, natürlich eben das Dranbleiben auf jeden Fall und da eben diesen Zugang dazu, okay, als Frau, als weiblich gelesene Person ist es genauso wichtig, die Chance zu kriegen. Aber ich würde eben auch vielleicht da auch ein bisschen was Negativeres unter anderem sagen, dass man nicht vergessen darf, dass man eine kreative Person ist, mit Visionen, mit der Chance drauf zu lernen. Deswegen studiert man, deswegen nimmt man sich die Projekte. Und auch das Bewusstsein dazu, dass es nicht das Recht ist von jemand anderem, dir deinen Platz wegzunehmen, und es das Recht ist, von einem anderen die kleiner zu machen und genauso aber andersrum. Und es ist ein Weg, den wir alle leider und den Generationen nach uns nur sehr hart gehen müssen, aber eben dieses Öffnen von der Tür für andere, dann werden dir die Türen auch weiterhin öffnen. Und eben dieses Schauen, okay, ich suche mal meine Assistenz aus und ich schaue halt eine Person weiter und nehme ein Mädchen, also nehme ein Girl. Es hilft. Und das muss man sich selber ein bisschen, glaube ich, zu Herzen ziehen, weil nur dieses You go, girl, irgendwann tut es weh und irgendwann gibt es dann aber auf. Und aber nicht zu vergessen, dass man eine kreative Persona ist mit einem Biss dahinter, das wird die wahrscheinlich ziemlich weit bringen. Ja, das sehe ich ganz genauso und ich glaube einfach vielleicht als Schlusswort nochmal von mir, bevor ich nochmal an Till zurückgebe. Und jetzt kommt die Blaskapelle, naja, super. genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich wollte eigentlich eh nichts mehr Wichtiges sagen. Aber vielleicht einfach, ich glaube, es ist wichtig, achtsam zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, respektvoll zu sein. Und ich denke, dass wir an der Fachhochschule da auf einem guten Weg sind, ein Miteinander zu schaffen, was irgendwie für alle gut ist und was auch produktiv ist am Ende des Tages, weil wir machen ja nun mal Film und sind nicht einfach nur da. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr alle zugehört habt. Und ich weiß nicht, Till, möchtest du noch irgendwas sagen? Die Frage, ich habe jetzt eine gute Antwort auf die Frage, was junge Filmemacherinnen motivieren sollte, dass sie im Bachelor zum Beispiel bei uns anfangen. Wir schauen auf euch, die Masterstudentinnen, wir helfen euch. Also auch die Masterstudentinnen, die nach uns kommen, wir helfen euch, fragt uns. Ihr seid nicht alleine, also ihr seid nicht auf euch alleine gestellt. Wir sind das alles schon durchgegangen und wir sind die Hilfe, die, also wir können euch was bieten. Aber man muss auch sagen, ich glaube, wir dürfen verlangen und jede Frau darf auch verlangen, dass nicht nur Studierende einander helfen, sondern dass vom der Bildungsinstitut selber es gegeben ist, dass du als Frau die gleiche Chance und ein gutes Lernumfeld hast. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, Till. Ich habe leider schon gesehen, dass hier die Zeit gecuttet wird für uns. Okay.
Ja, ich meine, sag noch was. Wenn es nicht mit aufgenommen wird, wird es nicht mit aufgenommen. Na, also ein kurzes Schlusswort noch, weil das ist jetzt die Perspektive des Lehrpersonals oder von der Universität, meine Perspektive. Und es ist schon so, dass wir natürlich in der Verantwortung sind und dass wir das aber auch tun und versuchen. Ich habe jetzt die lange Erfahrung gemacht, dass wenn ich Bewerbungen bekomme, Bewerberinnen, die männlichen Bewerber sehr selbstüberzeugt und selbstsicher sind und sich sehr, sehr gut verkaufen, sehr oft. Manchmal weit über der Kreativität, die sie wirklich haben. Während Frauen tendenziell eher zurückstecken, zweifeln sind und sich eben nicht so gut verkaufen. Und das ist was ich lange, was ich hart gelernt habe. Und wir oder ich persönlich versuche, schon zu schauen, wo liegen Talente und nehme keine Rücksicht drauf, wie gut oder schlecht sich jetzt in dem Fall eine Frau bei mir verkauft, sondern ich muss schauen, was wirklich in der Kreativität drin ist, weil es muss zum Standard werden, dass sich sowohl Männer als auch Frauen über ihre Qualität definieren, nicht darüber, wie gut man sich eben gibt oder wie gut man sozialisiert ist. Das ist das Erste. Das Zweite habe ich auch hart gelernt, dass im Lehrangebot es so ist, dass wenn wir nicht ein bisschen nachhelfen, ich hatte heute eine Präsentation wieder von einem Frauenteam, wo eine Frau gesagt hat, wow, jetzt habe ich keine Angst vor der Kamera mehr. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis für mich oder mein Curriculum in dem Sinn, dass ich es noch nicht geschafft habe. Und da werde ich einen Wert drauf legen, dass die Hindernisse, die Frauen gegenüber Technik in den Weg gelegt werden, die da sind, weil Männer so technikaffin sind von Geburt an, wird zumindest geglaubt, dass ich das aus dem Weg räume, dass ich eben ja, versuche, da künstlichen Ausgleich zu schaffen, bis es dann mal hoffentlich irgendwann natürlich wird. Das ist unser Endziel, mehr oder weniger. Und wenn wir nicht den Unterschied machen, dann gibt es da draußen auch keinen Unterschied. Und dann kann ich auch keine weiblichen Vorbilder mir wieder zurückholen, solange keine da sind. Das heißt, wir haben den Job, die Aufgabe, die Verantwortung, dass in der Kreativindustrie mehr Frauen auch in Führungspositionen kommen. Gestern habe ich wieder gelesen, dass eine große deutsche Werbeagentur ihr neues Führungstrio vorgestellt hat. 3 Männer. Und die haben ganz stolz geschrieben, dass in der zweiten Reihe, aber in der zweiten Führungsriege jetzt schon viele Frauen sind. Na toll. Solange die erste Liga, die erste Reihe den Männern überlassen ist, ist alles gut. Das muss sich ändern und da arbeiten wir dran. Und da bin ich auch total offen für Kritik von unseren Studentinnen, weil das ist ja unser Ziel, möglichst Talente zu fördern und nicht Stereotypen zu verstärken. Schön, dann würde ich sagen, das war's, ihr Lieben. Und danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.